Herzlich willkommen zurück auf OE24TV und jetzt neben mir Platz genommen hat Dr. Bonis Jeder. Sie sind Kardiologin und Obfrau der Fachgruppe für Innere Medizin an der Wiener Ärztekammer. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne. Ich habe Sie heute schon bei einer Pressekonferenz miterleben dürfen und da wurden Umstände angesprochen, die mich doch sehr schockiert haben, mich persönlich. Das Thema war Betreuungsbedarf bei Long-Covid-Hindernissen im kassenärztlichen Bereich müssen beseitigt werden. Jetzt einmal kurz vielleicht zur Erklärung an unsere Zuseherinnen und Zuseher. Was bedeutet Long-Covid überhaupt? Also Long-Covid ist eine Erkrankung, dass viele Menschen so im Durchschnitt 10-20% der Menschen nach einer Covid-Erkrankung entwickeln. Das sind Symptome, was die Menschen eben auch bis zu 6 Monate später noch verspüren. Symptome wie Atemnot, chronische Erschöpfung, Brustschmerzen. Dann gibt es auch neurologische Beschwerden wie Gedächtnisstörungen, Schlafstörungen, Kopfschmerzen bis hin zu chronischen Durchfall, aber auch neu aufgetretene Erkrankungen wie Diabetes oder Nierenerkrankungen. Das sind schon viele Symptome, mit denen viele Menschen auch zu kämpfen haben. Wie viele Personen sind denn überhaupt davon betroffen und macht es einen Unterschied, ob ich einen schweren oder einen leichten Verlauf hatte? Prinzipiell gibt es jetzt schon mittlerweile Studien, die zeigen, dass Menschen, die einen schweren Covid-Verlauf hatten, dass sie häufiger von Long-Covid betroffen sind als Menschen, die eben einen leichten Verlauf hatten. Es gibt jetzt eine kürzlich publizierte Studie, eine Oxford-Studie heißt das, aus England mit 270.000 Menschen. Und in dieser Studie hat man gesehen, dass Menschen, die eben einen schwachen Verlauf hatten, 10-20% eben betroffen sind und Menschen, die hospitalisiert waren, über 50% dieser Menschen nachher eben Long-Covid entwickelt haben. Also im Durchschnitt war es dann 37%, dass in dieser Studie mit 270.000 Menschen, dass 37% der Menschen 6 Monate nach der Erkrankung nach wie vor symptomatisch waren. Da sprechen wir wirklich von einem eigentlich sehr hohen Anteil. Absolut. Vor allem auch diese Symptome, die Sie hier beschreiben, das ist ja keine Lappalie. Ich selber habe auch in meinem Umfeld eine Person, die an Covid erkrankt war. Und das Problem, auch diese Müdigkeit, die Abgeschlagenheit ist immer noch ein Thema. Das wird hoffentlich bald für Sie Geschichte sein. Aber die Frage jetzt natürlich, Sie haben hier auch Symptome beschrieben wie Diabetes, das plötzlich auftritt oder auch Herz-Kreislauf-Probleme. Inwiefern ist so eine Infektion gefährlich für die Organe? Naja, eine Viruserkrankung kann immer Organschäden verursachen. Das ist jetzt nicht nur also ein Covid-Virus, sondern auch Influenza-Viren können zum Beispiel eine Herzmuskelentzündung verursachen bis hin zur Herzschwäche. Und das gleiche Problem haben wir jetzt auch bei Covid-Patienten. Das heißt, es ist ganz wesentlich, wenn Menschen 2 Monate nach der Erkrankung immer noch Beschwerden verspüren, dass man da eine Diagnosekette einleitet, um eben eine Diagnose stellen zu können, was genau ist jetzt betroffen, was hat dieser Patient, hat er nur eine allgemeine Erschöpfung, wo man zum Beispiel als Therapie körperliches Training betreiben sollte oder ist es zu irgendeinem Organschaden gekommen, zum Beispiel eine Lungenfibrose, zum Beispiel eine Herzschwäche, zum Beispiel eine neu entwickelte Diabeteserkrankung? Das heißt, diese Diagnosestellung ist ganz essentiell, bevor man dann auch eine konkrete Therapie einleiten kann. Wie lange dauert so eine Diagnose überhaupt? Also das herauszufinden? Kommt darauf an, was er für Beschwerden hat. Ja. Wenn er eben sagt, er hat Atemnot, dann weiß man schon, okay, es betrifft die Lunge oder das Herz und da wird man jetzt nicht irgendwelche neurologischen Untersuchungen durchführen. Hingegen, wenn der Patient sagt, er hat eben Gedächtnisstörungen, ständig Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen, dann wird der Hausarzt üblicherweise eben den Patienten zum Neurologen schicken und der Neurologe macht dann die weitere Diagnostik.
Sie haben auch bei der Pressekonferenz angesprochen, dass nicht alle Leistungen auch von jedem Bundesland zum Beispiel bezahlt werden und auch die große Herausforderung, dass es auch Unterschiede gibt, ob ich mich ambulant in einem Spital behandeln lasse oder zu dem Arzt meines Vertrauens gehe, zum niedergelassenen Arzt oder zur niedergelassenen Ärztin. Warum gibt es da Unterschiede und vor allem, was sind diese großen Unterschiede? Zunächst mal das große Problem, was wir im Kassenbereich haben, ist, dass sehr viele Untersuchungen durch Deckelungen limitiert sind. Also im Bereich der Kardiologie zum Beispiel wäre da Herzultraschalluntersuchung zu erwähnen, da sind wir mit 40% der Fälle gedeckelt. Das heißt, wir dürfen nur bei 40% der Patienten diese Untersuchung durchführen. Und sollten wir doch bei mehr Patienten diese Untersuchung durchführen müssen, wird das von den Kassen einfach nicht honoriert. Das heißt, es ist gedeckelt mit 40%. Das betrifft aber auch zum Beispiel die Lungenfunktionsuntersuchung bei den Pulmologen oder die Blutgasanalyse. Das sind aber Untersuchungen, sowohl Herzultraschall, Lungenfunktion, Blutgasanalyse, das sind Untersuchungen, die aber essentiell sind bei Long-Covid-Patienten und da sind wir gedeckelt und das ist einfach ein Hindernis natürlich. Das ist so, als hätten wir eben Handschellen, wäre uns Handschellen angelegt worden. Wir können nicht normal arbeiten. Wir sind limitiert, ganz einfach. Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist, was Sie angesprochen haben, ist, dass einige Leistungen ausschließlich nur in den Spitalsambulanzen angeboten werden und gar nicht als Kassenleistung im niedergelassenen Bereich möglich ist. Beispiel wäre zum Beispiel die Diabetologie, die Rheumatologie, die Nephrologie. Das sind Fächer, die sind im Kassensystem gar nicht abgebildet, sondern werden ausschließlich in den Ambulanzen angeboten. Anderes Beispiel vielleicht auch die Herzschrittmacheruntersuchung bei Herzschrittmacherpatienten. All diese Patienten müssen jetzt während der Pandemie eigentlich unnötigerweise die Spitalsambulanzen aufsuchen, obwohl uns bekannt ist, dass die Patienten eigentlich auch einem Gefahr ausgesetzt sind in den Spitälern, weil eben all diese Leistungen nicht im niedergelassenen Bereich angeboten werden. Aber nicht nur hier gibt es Unterschiede zwischen einem Krankenhaus und den niedergelassenen Ärzten, sondern es gibt ja auch Unterschiede zwischen den Bundesländern. In manchen Bundesländern werden gewisse Leistungen bezahlt, in anderen nicht. Genau, so ist es. Ja. Beispiel Herz-CT, das ist eine Untersuchung, wo man die Herzkranzgefäße beurteilen kann, also feststellen kann, ob ein Patient herzinfarktgefährdet ist. Diese Untersuchung wird zum Beispiel in Niederösterreich von den Kassen übernommen. In Wien jedoch nicht. Weiteres Beispiel, was mir einfällt, Herzschwäche. Für Patienten, die eine Herzinsuffizienz, also eine Herzschwäche haben, da gibt es so ein Disease Management Programm, ausschließlich nur in Oberösterreich, in den anderen Bundesländern nicht. Aber auch so banale Sachen wie bei der Endoskopie, die Sedierung, also Dämmerschlaf, wird zum Beispiel in Wien von allen Kassen mittlerweile übernommen, in den Bundesländern hingegen nach wie vor nicht von allen Kassen. Also da gibt es schon einige Differenzen, wo man sich natürlich die Frage stellt, wir haben jetzt die österreichische Gesundheitskasse, eine Fusion ist jetzt schon mittlerweile fast 2 Jahre her. Sinn und Zweck dieser Fusion war ja eben, einheitliche Leistungen österreichweit anbieten zu können. Aber es ist leider nach wie vor nicht so, dass das möglich ist. Mit der Corona-Pandemie hat niemand gerechnet, weder in Österreich noch in einem anderen Land. Dennoch, plötzlich hat es geheißen, es gibt einen Lockdown. Plötzlich sind wir mit Maßnahmen oder müssen uns mit Maßnahmen befassen, über die wir vorher nie nachgedacht hätten. Aber jetzt auch, wie Sie schildern, wie viele Personen eigentlich auch nach einer Infektion noch unter Symptomen oder verschiedenen Krankheiten hier zu leiden haben. Es ist auch eine spezielle Situation jetzt in der Behandlung nach einer Corona-Infektion mit Long-Covid. Stellt sich da weder die Bundesregierung noch die Bundesländer darauf ein, dass eben jetzt sehr viele Menschen da auch betroffen sind? Inwieweit haben Sie da das Gefühl, dass Sie Ihren Patienten gar nicht mehr helfen können? Naja, eben durch diese Limitierungen sind wir eingeschränkt. Das ist eben das Problem und daher auch unser Aufschrei heute, eben die Pressekonferenz. Leute, wir haben mittlerweile über
800.000 Menschen, fast schon 900.000 Menschen, glaube ich, in Österreich, die Covid hatten. Und wenn eben im Durchschnitt, sagen wir, 20% dieser Menschen auch Long-Covid entwickeln, sind das mittlerweile schon 150.000, 160.000 Menschen, die Long-Covid haben. Das heißt, es ist hier ein Bedürfnis vorhanden oder eben entsprechende Rahmenbedingungen, dass man schafft, damit man diese Patienten auch im niedergelassenen Kassenbereich behandeln kann. Das würde auf der einen Seite den Vorteil bringen, nicht nur, dass ich beim wirklich Arzt meines Vertrauens oder bei der Ärztin meines Vertrauens bin, sondern auch natürlich die Ansteckungsgefahr wiederum sinkt, weil im Krankenhaus kommen um einiges mehr Menschen zusammen. Absolut, so ist es. Ja. Es wäre definitiv sinnvoll, dass man die Patienten jetzt während der Pandemie vom Spital fernhält, dort, wo es möglich ist, und eben für all diese ambulanten Leistungen, was ich aufgezählt habe, die Diabetologie, Rheumatologie, Nephrologie, Herzschrittmacheruntersuchungen, Überprüfungen, das waren jetzt Beispiele aus der inneren Medizin, aber auch in den anderen Fächern gibt es ausreichend Beispiele, wo man diese Leistungen raus aus den Spitälern in den niedergelassenen Bereich verlagern könnten. Die Fachärzte sind vorhanden. Wir haben das alles im Rahmen der Ausbildung in den Spitälern auch gelernt und können das jederzeit auch im niedergelassenen Bereich anbieten. Es muss aber eben die Infrastruktur dafür geschaffen werden. Mit Donnerstag heute wurden über 8.000 Neuinfektionen eingemeldet. Das ist der höchste Wert im Jahr 2021, den wir bis jetzt zu verzeichnen hatten. Allein am Mittwoch war der Wert schon überdurchschnittlich hoch mit über 6.000 Neuinfektionen. Jetzt gibt es wieder neue Maßnahmen, auch strengere Regelungen sollen kommen. Halten Sie persönlich, nachdem Sie ja ein bisschen mehr Einblick haben, diese als ausreichend? Das muss die Politik natürlich entscheiden. Also was sicher Tatsache ist, es sind sehr viel politische Entscheidungen und nicht Entscheidungen, was Mediziner treffen würden. Mhm. Man müsste überlegen, zum Beispiel in Österreich ist das Testen sehr einfach. Man kann de facto überall sich testen lassen. Das Testen ist doch gratis. Man müsste überlegen, ob man da vielleicht auch Einschränkungen macht für die ungeimpften Menschen, dass die Tests vielleicht auch kostenpflichtig werden sollten. Aber wie gesagt, das sind politische Entscheidungen, die eben von den Politikern getroffen werden müssen. So ist es. Jetzt gibt es auch immer wieder oder immer häufiger auch Impfdurchbrüche. Für viele ist die Vollimmunisierung schon etwas länger her. Haben Sie das schon festgestellt? Gibt es da auch unter Ihren Patientinnen und Patienten Unterschiede bereits? Sind die meisten von Ihnen geimpft oder ungeimpft? Die älteren Menschen bei uns in der Ordination, sie sind geimpft, die allermeisten sind geimpft. Das heißt, also da merkt man schon, dass die ältere Generation den Impfaufruf ernst genommen hat und sich impfen hat lassen. Die Impfdurchbrüche, da muss man eben aufpassen, vor allem mit den Patienten, die eine Astra-Impfung bekommen haben vor circa 6 Monaten. Diese Menschen sollten sich rasch eben auffrischen lassen, aber auch natürlich die Menschen, die Pfizer, BioNTech bekommen haben, sind jetzt auch, die allerersten sind jetzt schon 9 Monate drüber. Ich zum Beispiel, ich hatte mittlerweile schon meine Auffrischungsimpfung. Man soll bitte wirklich die Empfehlung, die wir vorgestern von der NIC bekommen haben, ernst nehmen und entsprechend die Auffrischungsimpfungen durchführen. Sie haben ja als Ärztin den Hippokratischen Eid geleistet. Dennoch, wenn wir jetzt hören, wo Ihr Handlungsspielraum überhaupt liegt, das heißt, es gibt hier eine Deckelung, Sie können gar nicht jede Leistung anbieten, die vielleicht auch eine Patientin, ein Patient benötigen würde. Wie geht es Ihnen damit? Österreich ist doch eines der reichsten Länder der Welt. Warum ist das im medizinischen Bereich nicht möglich, da auch wirklich jedem die Leistung zukommen zu lassen, die es braucht? Das ärgert mich persönlich immer wieder. Wir arbeiten dran, die Ärztekammer kommuniziert das auch regelmäßig an den Sozialversicherungen. Ebenfalls natürlich auch politisches Thema, es geht natürlich auch ums Geld. Es gibt immer wieder neue Entwicklungen in der Medizin und es wäre schon wünschenswert, dass das österreichische Gesundheitssystem wirklich auch dem anpasst, und wenn es neue
Untersuchungsmöglichkeiten gibt, Betreuung, also Therapiemöglichkeiten gibt, dass man auch diese neuen Entwicklungen im Leistungskatalog aufnimmt. Frau Doktor, dann sage ich vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit auch genommen haben, und wir hoffen auch, dass es, so wie ich heute, sehr überrascht war, auch von davon, wie es tatsächlich läuft und wie oft man eigentlich mit verbundenen Händen dasteht und den Patientinnen und Patienten gar nicht mehr die Leistung zukommen lassen kann, die er oder sie brauchen würde. Ich hoffe, dass das auch die Aufmerksamkeit der Politik auf dieses Thema lenken wird, und darf mich noch einmal bei Ihnen bedanken. Gerne.